Neue Investmenttipps und schnelle Rendite, das und vieles mehr nach dem Intro. Und damit hallo meine lieben Plastiksteinmethoden, willkommen zu einem neuen Video meinerseits. Wie schon gerade eben erwähnt, handelt sich das heutige Video um neue Investment-Tipps und das Ganze in Kombination mit schneller Rendite. Denn wie jedes Jahr zur Weihnachtszeit gibt es, weil die Marktforscher ganz klug sind und so weiter und so fort, einen Black Friday, um die Leute zum Kaufen anzuregen. Und Lego ist natürlich auf den Hype-Train mit aufgesprungen seit einigen Jahren tatsächlich. Und ja, kurz zur Sache, was ist das Ganze? Black Friday. Das Ganze startet natürlich freitags und oder schon ein paar Stunden vorher. Und das Tolle daran ist es, dass es ganz viele Angebote geben wird, wie wir auch gleich sehen werden, ganz viele Gratisbeigaben. Gratis natürlich in Anführungszeichen. Aber das Ganze sind halt so Werbeaktionen, die Kunden halt überreden sollen, viel mehr Geld auszugeben und dabei ein besseres Gefühl zu haben und so weiter und so fort, was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist, weil man wirklich Dinge billiger kriegt, aber dazu gleich mehr. So, und wie der ein oder andere weiß, setze ich mich ja öfters mit dem Thema Investment auseinander, gerade auch was Lego betrifft, weil es halt einfach klasse ist, wenn man sein eigenes Hobby refinanzieren kann, so ein bisschen damit. Und da dachte ich mir, wenn es jetzt schon so aktuell ist, bringe ich noch mal ein paar Informationen ans Tageslicht und gebe ich ein paar Tipps oder Tricks, wie ihr jetzt investieren könnt und dabei auch noch zum Teil schnelle Rendite machen könnt. Und das ist relativ einfach. Wir sind jetzt hier auch auf der Startseite vom Lego-Shop und dann zeige ich euch erstmal die ganzen Gratisbeigaben, damit ihr wisst, worüber wir jetzt die ganze Zeit reden werden. Das sind die zwei größten Gratisbeigaben. Einmal der 40338 Weihnachtsbaum, den es ab 120 Euro Einkaufswert dazu gibt. Und dann noch eine Black Friday Minifigur mit einem goldenen Druck oder einer Gravur, das weiß ich noch nicht ganz genau. Ab 75 Euro Einkaufswert gibt's ab dem 12.12. Das ist ein Montag und das andere gibt's das ganze Wochenende über. Und das sind halt Gratisbeigaben, die könnt ihr durch euren Einkauf erwerben. Und das Gute dabei ist, und jetzt kommen wir auch schon mal direkt zur schnellen Rendite, dass ihr die ganzen Sachen verkaufen könnt. Also der Tannenbaum geht jetzt schon auf eBay für 38 Euro plus Versand weg. Das ist noch relativ hoch. Der wird auf jeden Fall noch runterfallen, besonders weil es den jetzt an zwei Wochenenden gab. Also erstmal ein VIP-Wochenende, was jetzt schon um ist. Und den wird es jetzt halt, wie gesagt, noch zum Black Friday geben. Das heißt, das kriegt ihr aber locker für 25 Euro verkauft. Das ist kein Problem, weil es halt einfach auch eine relativ große Gratisbeigabe ist. Das könnt ihr auch beobachten bei anderen Weihnachtsgratisbeigaben, wie letztes Jahr beim Weihnachtsgeschenk oder dem Weihnachtskarussell. Die sind auch für alle um die 20, 25 Euro weggegangen, weil es dann, relativ große Sachen sind, was man sonst nicht hat. Die zweite Gratisbeigabe habe ich eben schon angesprochen. Das ist eine Minifigur. Exklusiv, diese hier wird es nur online geben. Es gibt auch einen 2x4 Lego-Stein in Schwarz, auch mit dem gleichen goldenen Druck vor Ort im Lego-Shop. Das heißt, das offline, die Figur online. Und mit dem Stein weiß ich nicht ganz genau, wie das aussehen wird. Mit der Figur am 2.12. von 9 Uhr. Das heißt, da müsst ihr halt schnell bestellen. Und die werdet ihr auch bestimmt für 15 Euro loswerden. Das Gute hierbei ist, ihr habt so gut wie keine Versandkosten. Das heißt, ihr könnt das Ganze in einem Briefumschlag oder so einem Polsterumschlag verschicken. Auch zur Not im Polybag, wenn ihr im Polybag kommt. Und dann spart euch da schon mal Versandkosten. Das heißt, wenn jemand auf eBay geht und dann sieht, ach cool, kostenloser Versand, könnt ihr auch ein paar Euro mehr oben drauf machen. Das ist da eigentlich relativ praktisch. So, dann gibt es noch eine besondere Gratisbeigabe zum Batmobil, dazu auch noch gleich mehr. Und zwar ist es ein Mini-Batmobil, auch basierend auf dem Modell vom 1989er Batmobil. Und das kriegt ihr nur gratis, wenn ihr das große Batmobil kauft. Und das ist auch schon einer meiner Tipps, werde ich auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Und ja, zum Black Friday wird auch tatsächlich dieses Batmobil passend gelauncht, weil es halt der Black Friday ist. Und ja, aber dazu wie gesagt gleich mehr. Und was könnt ihr alles machen, um an diese Gratisbeigaben zu kommen? Da gibt es in meinen Augen zwei Möglichkeiten, wie ihr da relativ easy und mit gutem Gewissen rankommt.
Auf der einen Seite gibt es die Black Friday-Angebote. Das sind Sets, die bis zu 30% Rabatt verkauft werden. Hier schon mal eine kleine Preview auf den Pre-Black Friday-Ausverkauf, der heute gestartet hat und bis übermorgen geht. Und oder gestern gestartet hat. Und hier seht ihr, dass man halt einige Sets, die es auch im Kauf auf Karstadt, MyToys, was weiß ich wo gibt, die halt einfach normal erstehen könnt als normale Menschen, die keinen exklusiven Lego-Shop haben. Da sind halt, ja, ein paar nette Deals dabei. Zum Beispiel hier diesen Bastion für 42 Euro. Das ist nicht schlecht. Oder hier das Creator-Karussell. Das sind halt ein paar coole Sets dabei, die relativ in Ordnung sind, wo ihr auch schnell auf die 120 Euro kommen könntet. Sag ich mit einem Rex Celsior und dann noch, keine Ahnung, hier dieses Bastion-Foodies Jahrmarkt-Spaß. Also Kombination könnt ihr da unendlich viele raussuchen. Irgendwie kriegt man das schon hin. Da bin ich aber nicht so für, weil die Angebote noch ziemlich schlecht sind. Es werden noch am Black Friday selber spontane Angebote kommen. Die werden dann erst da veröffentlicht. Ich denke, ich werde dazu auch auf meiner Instagram-Seite dann oder News verbreiten, wenn dann bekannt gegeben wurde, was rauskommt. Aber fürs Erste ist erst sowas bekannt und ich denke, das wird auch noch, also während des Black Fridays werden noch diese Angebote bleiben, weil es halt einfach auch keine besonders krassen sind. Was ich euch aber eher empfehlen würde, auch gerade auf die Hinsicht auf lange Rendite, wäre zum Beispiel, wären die Sets, die EOL gehen werden. Zum einen hier das Pariser Restaurant, das Benny's Space Squad im Englischen, den Ford Mustang Fastback von den Speed Champions, die Ideas Apollo Saturn 5, den Weihnachtszug auch oder das Creator Karussell. Das sind alles Sets, wo ich sagen würde, dass sie auf der Abschussliste stehen und wo ich sagen würde, die lohnen sich wirklich, um da zu investieren. Ja, das Pariser Restaurant wird. Ist ein Modular, ist eines der beliebtesten, war jetzt recht lange am Markt, aber auch lange nicht mehr mit Rabatt erhältlich. Hier auch nicht, aber ihr kriegt die 150 Euro. Das heißt, ihr kriegt einen 7,50 € Gutschein bei Lego VIP. Wenn ihr VIP-Kunden seid, sollte ja kein Problem sein, das geht ja relativ fix. Dazu kriegt ihr noch den Tannenbaum und die Figur. Werden wir jetzt mal abziehen. Tannenbaum 25 Euro, sind wir bei 125 Euro, dann nochmal so 15 für die Figur, sind wir bei 110 Euro, minus 7,50 € für den VIP-Gutschein, seid ihr bei knapp 100 Euro für das Pariser Restaurant. Das legt ihr euch dann zurück und könnt es dann irgendwie ein Jahr nach EOL schon für 230 verkaufen. Das heißt, ihr macht Profit von 130 Euro, ziehen wir noch 13 Euro oder schlimmsten Fall 20 Euro eBay-Gebühren ab, habt ihr 110 Euro Profit gemacht. Und schon ein Teil des Geldes, was ihr jetzt investiert, kommt halt schon sofort zurück, indem ihr die Gratisbeigaben verkauft. Das ist ein Konzept, was ich auch schon relativ oft angewandt habe, wo ich eigentlich bei vielen Sets bei plus minus null rausgekommen bin. Das liegt auch daran, dass ich auch noch ein paar andere Gratisbeigaben in Bundles verkauft habe. Was ich euch auch empfehlen würde, dass ihr einfach Gratisbeigaben zusammen verkauft, wenn ihr zum Beispiel jetzt beim Black Friday das Batmobil kauft das große, dann kriegt ihr das kleine Batmobil, den Tannenbaum und die Figur. Da würde ich alles im Bundle verkaufen oder es zumindest mal versuchen. Bevor man es nicht versucht, ist ja nicht schlimm. Und dann habt ihr A, weniger Probleme oder Stress, was das Verschicken betrifft. Könnt alles in einen größeren Karton packen. Das heißt, ich würde mal sagen, größere Kartons hat ja eher jeder zu Hause als kleinere. Habt weniger Versandkosten und könnt das Ganze auch für, ja, normalen Preis verkaufen, also auch das Batmobil, das kleine, das denke ich, lohnt sich auch, um es wieder zu verkaufen. Einfach weil es, ja, gut, wer das große Batmobil kauft, braucht in meinen Augen das kleine nicht, weil es halt einfach eine kleinere, süßere Variante ist. Und wenn man sich denkt, gut, dann kann ich so einen Teil davon refinanzieren, dann denke ich, wird schon der ein oder andere ein Auge zudrücken, was ich euch auch eigentlich rate, wenn ihr kein Problem damit habt. Und das Ganze dann in einem Bundle für gute 50, 55 Euro verkaufen. Das sollte eigentlich machbar sein, vielleicht auch 60. Und damit könnt ihr halt wirklich schon 20% des ganzen Sets refinanzieren. So viel zu der Batmobil-Sache. Und
Meine anderen Tipps sind halt tatsächlich auch noch die Apollo Saturn 5, kostet 119 Euro. Da könnt ihr dann entweder hier die Bentley Space Quad dazu nehmen, zwei, dreimal, oder vielleicht den Mustang, wo ich bei beiden denke, dass sie sehr durch die Decke gehen werden. Mustang, weil es ein ikonisches Fahrzeug ist. 1968er Fastback, ich meine, kam jetzt auch als Creator-Auto raus. Und wer dann beide nebeneinander stehen hat, sieht auch ganz witzig. Also es ist generell ein sehr beliebtes Speed Champion Set gewesen. Und Bennys Space Quad, da muss ich nicht viel zu sagen. Das sind vier klassische Spacemen. Gelb und weiß sind auch wirklich so, wie sie damals waren. Pink gab es damals nicht oder rosa. Und der blaue hat ja den speziellen Helm, der schon extra kaputt ist und diesen ja, halb verkratzten Print vorne auf der Brust. Das heißt, für die werdet ihr, also für Benny wahrscheinlich am wenigsten, weil es ihn halt überall gibt, aber für die gelben und weißen Spacemen, die kann man bestimmt gut weiterverwenden, besonders wenn man auch Classic Space Fanatiker ist. Und für 8 Euro. Das kriegt man locker irgendwann für 20 verkauft und dann sind es immer noch 12 Euro Rendite, ist auch über 100% und das ist halt auch wirklich nicht schlecht. Was ich auch noch empfehlen würde, wäre der Weihnachtszug. Der soll auch dieses Jahr gehen, nachdem er 3 Jahre am Markt war. Und ich meine, auch wieder Creator Expert ist ein Weihnachtsset, sind auch sehr, sehr begehrt. Das Ganze bietet sich auch an, falls ihr den Bahnhof kriegt im Bundle. Also bei Lego gibt es ja noch den Bahnhof und den Zug, weil die Sets gehören eigentlich für mich zusammen, weil den Bahnhof wird so oder so niemand kaufen. Wenn einer von euch schon den Bahnhof zu Hause liegen hat, würde sich jetzt der Weihnachtszug auf jeden Fall lohnen. Hier kann man dann auch wieder, wenn man nur 90 Euro hat, irgendwie zweimal den Fastback draufknallen und dann nochmal eine Space Quad oder so, damit ihr auf die 120 Euro kommt. So oder so lohnt sich das auf jeden Fall. Und was auch noch interessant wäre, wäre das Karussell, was bei 180 Euro relativ teuer ist, aber da kriegt ihr halt auch, wenn ihr wieder die, ja, circa 40 Euro abzieht, die er dann ja wieder zurückbekommt, plus mal den, ja, die knappen 8 Euro VIP, seid ihr auch bei 130. Das sollte auch gehen. Und wenn ihr das Ganze wieder verkauft, kriegt ihr ja nochmal Geld zurück. Also, das Ganze würde ich euch halt wirklich ans Herz legen, wenn ihr euch wirklich dafür interessiert zu investieren, weil es sich einfach jetzt wirklich lohnt, weil ihr halt auch einen Teil jetzt sofort zurückbekommen werdet, was ihr bei normalen Investments nicht bekommen werdet. Deswegen nicht warten, bis ihr 100% sicher seid, dass jetzt das Set weggeht und dann noch bangen müsst oder nass geschwitzt im Bett liegen müsst und nicht mehr wisst, ob ihr dann noch am nächsten Tag eure Saturn 5 kriegt. Egal, ob ihr sie jetzt aufbauen wollt oder nicht. Aber wenn ihr wirklich investieren wollt, dann würde ich es jetzt machen, weil die ganzen Sachen werden gehen. Und wenn sie erst in 2 Monaten gehen, dann liegt es noch 2 Monate bei euch. Wer generell in Lego investiert, sollte weniger mit dem Gedanken rangehen, dass man da viel Geld auf schnelle Sicht machen kann, sondern eher auf längere Sicht. Das Ganze, also die Vorteile kommen jetzt eigentlich nur dadurch, dass man halt die Gratisbeigaben verkaufen kann und VIP-Punkte kriegt und auf einige sogar doppelte VIP-Punkte. Und das sind halt so ein paar Tipps, die ich euch an die Hand geben würde. Wie gesagt, hier nochmal meine Liste von Sets, die ich euch wirklich empfehlen würde zum Investieren, wo ich auch denke, dass sie die größte Wertsteigerung haben werden. Natürlich ist hier jetzt nicht alles drin, was durch die Decke gehen wird, sondern eher nur meine persönlichen Favoriten, wo ich begründet sagen kann, dass ich denke, dass sie teuer werden. Und dann halt hier noch als Alternative das Batmobil. Ihr kriegt alle Gratisbeigaben dazu. Kriegt 250 mal 7,5 Punkte, das entspricht einem, ja, circa 12,50 € Gutschein, lohnt sich vielleicht auch und dann habt ihr auch direkt ein neues Set. Das macht das Ganze vielleicht auch schmackhafter, dass ihr dann den vollen Preis und keinen Angebotspreis bei Lego zahlt. Das Ganze gibt es auch am 29. November. Ich denke mal, das wird auch nicht sofort ausverkauft sein, sodass ihr auch da wirklich warten könnt, bis ihr dann am 2.12. dann die Figur dazu bekommt oder halt auch den Lego-Stein, je nachdem, was ihr lieber haben wollt. Ich persönlich denke, dass die Figur teurer wird, aber das werden wir dann sehen. Soweit, so gut. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Einschub zum Thema Investment und schneller Rendite gefallen hat. Für eure eigenen Tipps, Tricks, Ideen gerne die Kommentare ausnutzen. Dafür sind sie ja da, auch gerne für Resonanz, Feedback und so weiter und so fort. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich euch um ein Like bitten oder auch um ein Abonnement auf kostenfreier Basis natürlich. Und dann bedanke ich mich fürs Anschauen, hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen und wünsche euch noch einen wunderbaren Tag und viel Spaß beim Einkaufen. Ciao!